Aber der hat dann Job gemacht und dann hatten wir nach dem Weihnachtsmarkt so ein paar Gläser und Flaschen übrig und haben einfach angefangen damit. War spannend. So ist das passiert. Vermisst du eigentlich die Zeit dann des Einkochens? Die Zeit des Einkochens vielleicht nicht so sehr wie die Zeit auf dem Markt, weil der Kundenkontakt und auch dieses, dieses kreative, Mensch, ich mache jetzt mal was, komischerweise hat YouTube das wieder belebt. Also YouTube hat tatsächlich mir einen Teil davon wiedergegeben, weil wenn man dann die Firma hat, dann beschäftigt man sich mit Mitarbeiterangelegenheiten, mit wir können die Paletten nicht kriegen, das Glaswerk hat nicht produziert, der LKW ist umgekippt, was auch immer. Das hört, das, also die Prioritäten werden ganz andere. Aber doch, ich vermisse das und ich freue mich eigentlich, dass das YouTube unerwarteterweise davon ein bisschen wiedergegeben hat. Steffi, ich bin auf deinen Kanal gekommen, weil ich eben Fragen hatte zum Einkochen mit meinem Gelierzucker. Dann hatte ich mal nicht eine ganze Packung und dann habe ich von einer anderen Packung was genommen und irgendwie ist sowas falsch. Und da bin ich auf deine Videos gestoßen, wo du erklärt hast, der Zucker ist so, der Zucker ist so. Und da war jetzt dann einfach mal die Frage, warum gibt es ja so verschiedene Gelierzucker und warum ist Gelierzucker ohne Konservierungsstoffe immer so viel teurer? Liegt es daran, dass es Bio ist? Super Frage. Sehr gute Frage, wirklich echt. Die Punkt Nummer eins, wenn wir an Gelierzucker rangehen, gehen wir an eine ganz große Industrie. Das heißt, je größer die Mengen, desto einfacher die Produktion, desto günstiger der Preis. Das heißt, wir haben damals 1975 die Konservierungsstoffe einfach mit integriert, weil ich weiß nicht, hast du dir mal Genau. Kochbücher aus der Zeit angeguckt? Ach so, nee. Aber ich habe dein Video angeschaut, wo du Ja, erzählt hast. ja. Das haben die einfach übernommen und nie Ja. wieder geändert. Es war damals so, dass wenn ihr euch mal Bücher aus der Zeit anguckt, auch Kochbücher, es ging immer nur darum, dass die Hausfrauen möglichst es einfach haben. Weil die Frau fing plötzlich an, dass sie die Frau durfte auch mal und so. Das war natürlich alles so eine Aufschwungszeit und die Kochrezepte waren einfach und es war alles vorgekaut und man hat es möglichst alles perfekt hingestellt. Und dadurch entstand auch der Konservierungsstoff in dem Zucker, denn man hat ihn eingefügt, damit die Leute nicht auf die Nase fallen. Wenn die mal nicht gut arbeiten und so weiter, die Zuckerfirmen fühlten sich verantwortlich dafür, dass das, was dabei rauskommt, auch richtig ist, auch wenn die Leute tonnenweise Fehler machen. Wir haben heute einen ganz anderen Anspruch. Wir wollen wissen, was wir tun. Wir machen es so möglichst gut richtig und wissen auch, wenn wir auf die Nase fallen, dass wir was verkehrt gemacht haben, nicht der Zucker. So. Das heißt, die Industrie produziert das in Riesenmengen. Wenn sie den jetzt rausnehmen wollen, den Konservierungsstoff, produzieren sie kleine Chargen, große Marketingkosten, riesen Umrüstkosten. Die Rezeptur muss geändert werden. Dafür muss ganz viel Geld bezahlt werden. Und deswegen kann selbst also wir versuchen im Moment gerade, es hinzukriegen, einen Gelierzucker zu entwickeln ohne Konservierungsstoffe, aber normaler Zucker, weil nicht jeder sich Biozucker leisten kann. Konservierungsstoffe wollen wir auch nicht. Das ist gar nicht gut. So. Dennoch, selbst wenn wir zum Beispiel benötigte 50 Tonnen, nur wir als Firma machen, 50 Tonnen, 50.000 Kilo, ist das so eine kleine Menge. Und dieser Gelierzucker wird nicht, also die 69 Cent, die man so bezahlt im Moment im Handel, die sind sowieso, also das ist wirklich etwas, das benutzt man nur, damit Leute in den Laden reinkommen. Da verdient keiner mehr was dran. Aber selbst die 79 Cent könnte man mit dem Zucker nicht halten, weil die Menge so klein ist, dass die Produktionskosten proportional so viel höher sind, dass auch dieser Zucker mit 500 Gramm 1,29 kosten würde. Beantwortet dann noch deine Frage mit Bio, wenn du dann noch den Biozucker oben drauf rechnest, dann bist du halt bei normalerweise 2,49 und das ist auch kalkulatorisch komplett korrekt gerechnet. Steffi, ich würde gerne wissen, wie verschließt man Gläser richtig? So, hab was vorbereitet. Wir haben hier eine Twist-off-Flasche. Es geht ja um diese Art von Verschluss, ne? Das nennt sich das Twist-off-System. Und das Twist-off-System war nie gedacht dafür, dass man es mit der Hand benutzt. Das war nur für maschinelle Abfüllung. Dass es jetzt angefangen hat, immer mehr auch im Haushalt Gebrauch zu finden, das war gar nicht geplant. So, die Maschinen wissen genau, wie sie es machen, weil wir haben hier ja kein Gewinde. Wir haben hier eine Nocke, ne, dieser kleine Vorsprung hier, eine Nocke.
Und die setzt sich hier unter diese Striche an diesem Gewinde. Stege, an die Stege des Gewindes. So, und die Maschine, die weiß genau, bis wohin sie drehen muss, damit hier noch genügend Elastizität im Deckel ist, mhm. so dass diese Dichtung auch noch funktioniert. Mhm. Das können wir mit der Hand nicht machen. Mhm. Das heißt, wir haben einen kleinen Trick. Man dicht den Deckel auf, ne, dreht den, bis er anfängt zu greifen. Das ist nur dieses ganz leichte Ding. Dann dreht man ein kleines bisschen weiter. Fertig. So, und dann ist sie auch fest. Mhm. Weil den Rest macht das Vakuum. Das mhm. zieht dann den Deckel fest. Willst du es mal probieren? Ja. So. Ja. Also ich schätze ja, dass ich meistens sie einfach zu fest drehe. Das kann gut sein. So, das ist jetzt hast du, pass auf, machen wir mal zusammen. Ja. Du hast jetzt nur lose draufgelegt mhm. und bis zum Anschlag, bis es ein Widerstand. Ja. So. Und jetzt ein kleines bisschen weiter. Fertig. Okay. Wenn du den das muss man sich trauen, ne? Das, ja, das ja. muss man sich trauen. Wenn man sich, aber es ist, also wenn du jetzt hier so ja. machst, merkst du, es ist trotzdem fest. Ne? Du hast dadurch ein paar Vorteile bzw. Nachteile, wenn du es mehr machst als das, weil diese Dichtung hier, die ist ja flexibel. Mhm. Und wenn du das zu fest drehst, dann drückst du, und die Dichtung, die wird ja auch flexibler in dem Moment, wo sie Hitze ausgesetzt wird, mhm. drückst du diese Dichtung an den Rand mhm. und diese Rille bleibt bestehen. Und dann hast du nämlich das Thema, mhm. dieses Thema hier. Mhm. Dass wenn du es dann auf den Kopf stellst, die Rille ist ja schon drin, dann hast du hier aber eine Lücke. Ja. Und die verursacht dann zum Beispiel beim Umdrehen, also deswegen ist auch, wenn jemand sagt, ja, meine Marmelade läuft um, wenn ich das, mhm. läuft aus, wenn ich das Glas umdrehe, ja. ist meine erste Frage, sind die Deckel benutzt? Mhm. Weil da schon die Rille drin ist und deswegen und sie ist ja richtig. Ja, richtig. Richtig. Das heißt, ich muss jedes Mal schauen, wenn ich ihn zweimal benutze, wie sehr der eingedrückt ist. Das würde ich auf jeden Fall machen. Oder okay. spätestens, wenn du merkst, es läuft aus, mal gucken, nehme ich doch lieber neu. Mhm. Ne? Okay. In den letzten Jahren ist es ja so bei uns gewesen, wir haben um einiges mehr an Material, also weil wir ja jetzt einen Garten haben und ich muss einfach viel mehr verarbeiten. Und deswegen haben wir einfach erstmal Gläser gekauft. Und dann hast du ja erstmal die neuen Deckel gehabt. Yeah. Jetzt, dieses Jahr sind wir halt dann jetzt im zweiten Jahr. Und dann, ja, da geht's dann los. Genau. Man merkt ja an, dass du sehr begeistert bist von Gläsern und Flaschen, genauso wie vom Einkochen. Was findest du besonders reizvoll an dem Verkauf von Gläsern und Flaschen? Also der Verkauf von Gläsern und Flaschen, also ich muss ehrlich sagen, was das betrifft, ich bin gar kein guter Verkäufer. Mhm. Weil ich, erstens verschenke ich viel zu gern, ganz schrecklich, aber letztlich ist es so, ich mag das ganze Konstrukt. Ich finde einfach, also für mich ist es wirklich so, ich habe hier mein Hobby zum Beruf gemacht und es ist natürlich inzwischen ein sehr professioneller Beruf geworden. Das heißt, ich muss Rede und Antwort stehen können. Ich muss sagen können, wenn wir hier eine Dichtung haben, wenn da was rausgeht, was geht da raus und wie viel geht da raus. Und bei welchem, wenn man was reinfüllt, was löst was aus, was raus oder auch nicht. Und was ist geeignet für was. Das heißt, inzwischen sind wir ein richtiger Fachhandel geworden. Aber die... was mich daran am meisten begeistert, ist, dass man, normalerweise hat man ja eine Idee und setzt sie um. Also man sagt, ich möchte jetzt bla 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 kochen und kocht dann so und so. Mhm. Bei Gläsern ist das, die haben eine besondere Magie. Ein Glas nimmt man in die Hand, wie zum Beispiel man nimmt so eine Flasche in die Hand und plötzlich gibt sie eine Idee. Mhm. Also wenn du so eine Flasche in die Hand kriegst, was denkst du? Saft. Ja. Sirup. Genau, so. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil das hat normalerweise hat man Saft und Sirup und holt sich dann eine Flasche, aber diese Behältnisse, die haben in sich irgendwas Magisches. Also wenn ich ein kleines Glas sehe, dann denke ich so, oh Mensch, da könnte man ja super. Und vorher habe ich sowas nicht gehabt. Und deswegen denke ich, die Gläser verkaufen sich eigentlich von selbst. Und wir müssen eigentlich gar nicht viel machen. Und wir haben auch tatsächlich, wir sind jetzt ungefähr 18 Jahre im Geschäft, wir haben seit einigen Jahren eine Marketingabteilung. Vorher hatten wir sowas überhaupt nicht. Und der Laden lief trotzdem. Weil ich glaube, dass das an der Magie dieser Artikel liegt. Und ich muss ehrlich sagen, mir bringt nach wie vor der Einkauf Spaß. Die Mitarbeiter hier, denen bringt das auch viel Spaß. Inzwischen haben wir schon überlegt, wie wir das machen können, dass wir vielleicht eine Kategorie aufmachen mit Mitarbeiterideen, weil die haben so viele tolle Ideen. Also es ist wirklich ganz, ganz super. Und ich glaube einfach, dass das ein inspirierender Bereich ist. Denke natürlich auch,
das Einkochen, das ist ja nicht etwas, was man einfach so macht, auch wegen gesundheitlichen Bedenken. Zum Beispiel mal ich koche mal schnell eine Currywurst für 10 Minuten. Das geht halt nicht. Aber auch da wirklich zu sagen, sehe ich eine Aufgabe zu sagen, wenn man sowas macht, sollte man sich erkundigen. Man sollte einfach lernen, wie das geht. Aber möglichst nicht auf Panikart und Weise, sondern auch, fangen wir doch erstmal leicht an mit etwas, womit man nicht auf die Nase fällt. Und auch das bringt mir unheimlich Spaß. Ich wünsche euch hier mehr Zeit. Was würdest du denn sagen, was so was ganz Einfaches ist zum Anfang beim Einkochen? Das wurde mir tatsächlich mal zum Vorwurf gemacht. Mir wurde mal gesagt, Mensch, halte doch mal einen Vortrag. Und dann hat sich die Vorgesetzte das angeguckt und gesagt, ich mache dir nur Marmelade. Also, ich bin tatsächlich, was das betrifft, sehr pragmatisch, denn ich denke, dass auch kleine Sachen sehr glücklich machen. Solange wir im sauren Bereich sind, und das ist schon wieder viel zu technisch, ich würde sagen, Marmelade und Obst, das ist total simpel. Und ich würde doch gar nicht in die schwierigen Sachen reingehen. Ich würde zum Beispiel auch erstmal gar nicht in dieses Nachkochen und Einkochen und Wasserbad, würde ich gar nicht gehen, wenn wir diese Technik des Heißeinfüllens haben. Weil damit kriegt man ganz schnell ganz tolle Produkte. Mhm. Und eine schöne Marmelade ist doch schon mal, wow, ich meine, du arbeitest ja auch mit Kindern. Wenn Kinder etwas Selbstgemachtes in der Hand haben, die freuen sich wie Bolle. Und bei Erwachsenen ist das genauso. Ja. Deswegen, ich würde erstmal mit Obst anfangen, immer. Mhm. Fertiggerichte, da kräuseln mich, da stellen sich mir die Nackenhaare dann immer hoch. Ich bemühe mich dann ruhig zu sein und sage, okay, Fertiggerichte ist in Ordnung. Guckt euch bitte mein Video an und kauft euch doch bitte ein gutes Buch. Mhm. Weil man eben Fertiggerichte nicht einfach nur mal so macht. Da brauchen wir also dann mehr Ahnung von dem, was man dann wirklich macht. Also Fertiggericht ist absolute Königsdisziplin. Guckt euch mal wo man immer das gut dran messen kann, ist zum Beispiel, wenn man in den Laden geht. Mhm. Guckt euch mal an, wie die Sachen verpackt sind, je komplizierter sie werden. Mhm. Ne? Wenn wir zum Beispiel dann an Erbsensuppe gehen, dann haben wir schon eine richtig fette Dose in der Hand oder sie ist im Kühlregal, weil es nicht so einfach ist. Mhm. So, und wenn die Industrie schon Schwierigkeiten damit hat, wie einfach ist das dann für normale Leute? Würdest du sagen, es gibt irgendwas, was man überhaupt nicht in irgendeiner Weise einkochen kann? Es wird immer schwierig mit Stärkeprodukten. Mhm. Das heißt, also in dem Moment, wo wir Kartoffeln, kann man einkochen? Ja, solange man bitte dann auch nur bei Kartoffeln bleibt. Aber wir haben, das ist eigentlich eine spannende Frage, weil das, was manchmal nicht beachtet wird, ist, wir haben ja dieses ganze Thema der Mikroorganismen. Mhm. Das heißt also, die Mikroorganismen, die wollen wir ja durch Einkochen eigentlich unschädlich machen, damit sie unser Essen nicht schlecht machen. Wir haben aber noch einen ganz anderen, großen, weiten Bereich, der meistens nicht beachtet wird, und das ist der Bereich der Chemie. Mhm. Denn bringen wir Fett mit Stärke zusammen und sind auch nur noch annähernd ein paar Enzyme oder Restenzyme enthalten, dann kriegen wir auch eine Reaktion. Das ist eine chemische Reaktion. Es kann also sein, dass euer Einkochgut super eingekocht ist und trotzdem schlecht wird. Meistens wird es sauer. Es kann euch auch nicht umbringen. Also das ist nicht, da gibt es keine gesundheitlichen Schäden mehr davon, aber es wird trotzdem schlecht. Das ist aber der Bereich der Chemie. Das hat mit dem Einkochen gar nichts mehr zu tun. Spannend. Interessant, genau. Okay, also von manchen Sachen gleich doch über den Finger lassen. Ja, deswegen, es gibt einfach Sachen, damit fällt man einfach leichter auf die Nase. Also ich habe noch eine Idee, wie man eine gastronomische Art des Haltbarmachens auch im Haushalt so umsetzen kann, dass wir auch Fertiggerichte wirklich zumindest für 2-3 Wochen gut haltbar kriegen können. Aber wie gesagt, 2-3 Wochen nicht viel Jahre. So, also so schön, wenn man sich eine Woche oder zwei bevorraten möchte, geht das super. Aber okay. Ja. Das ist dann dieses Meal Prepping, wo du halt so für kurze Zeit vorkochst. Ich finde das ja also total spannend. Du kochst kleine Kuchen ein und also, mir würde das heute noch nicht einfallen. Wer weiß, irgendwann vielleicht schon. Weil ich das zu aufwendig finde. Ja. Ja, das ist schon aufwendig. Ja, da gibt es aber wieder einen anderen Aspekt. Weil ich denke dann, bei sowas zum Beispiel, guter Punkt, dann kommt ein Gast. Also plötzlich kommen Freunde unerwartet. Ich habe weder Kekse im Haus, noch habe ich irgendwas anderes, was bei mir dann passiert ist. Oh, Kaffee geht, kein Problem. Und dann sage ich, möchtest du einen Kuchen? Ja, ich möchte einen Kuchen. Zack, Glas auf den Tisch, Löffel rein, guten Appetit.
Perfekt. Ja. Weil den kannst du ja nicht, wenn du jetzt kannst, einen ganzen Kuchen anschneiden. Ja. Und dann ärgert es mich schon wieder, weil ich esse manchmal gerne Kuchen, aber ein Stück, was soll ich mit dem Rest Kuchen machen? So, das dann. Ja, aber dann musst du es trotzdem alle 3 Wochen machen. Nee, so viel glücklicherweise, leider habe ich im Moment nicht so viel Gäste, aber ich habe immer einen Kuchen da. Also wenn jemand kommt und sagt, oh, hast du mal was Süßes? Ich habe eine Freundin, die macht das total gerne. Die kommt dann sagt sie, sitzt sie da und reden wir und sagt sie, oh, hast du noch was Süßes? Dann kriegt sie ein Glas Brownie im Glas. Noch eine Frage zu eurem Kanal. Ja. Klaus sitzt gerade im Off, aber du kannst ja, wenn dir das einfällt, auch mit vielleicht reinrufen. Was würdest du oder würdet ihr sagen, welches Video von eurem Kanal sollte man unbedingt gesehen haben? Wenn man also Steffi kocht ein, überhaupt noch nicht kennt. Hast du eine Idee? Outtakes. Klaus hasst Outtakes. Er findet Outtakes ganz schrecklich. Aber deswegen schaltet er immer sofort die Kamera. Wenn irgendwas witzig ist, hat er schon der Hälfte ab der Hälfte abgeschaltet. Also ich würde sagen, zum Beispiel das Video über heiß einfüllen. Weil das ist diese einfache Art, relativ schnell gut haltbar machen zu können, was jeder kann und was total easy ist. Okay. Das findet ihr dann unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Dann, Steffi, vielen, vielen Dank. Klaus, genauso. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr schön. Hat uns riesig gefreut und freut uns weiter. Euch hat es auch gefallen. Guckt auf jeden Fall den Kanal Steffi kocht ein auch mal mit rein. Das ist immer wieder sehr interessant, sehr informativ und auch immer wieder spaßig, euch zuzugucken. Dir und auch Klaus, wenn man mal hört oder auch manchmal sieht. Eine Kleinigkeit noch. Ich war gestern Abend noch mal ernten. Oh, ich wünschte, meine Zucchinis würden jemals so aussehen. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Oh, ja. Natürlich. Ja, es ist nur, wir sind halt ein Garten-YouTube-Kanal, nicht? Von meine daher gibt es uns was vom Garten. Ja, das ist wunderbar. Und also vielen, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Also ich darf ich noch mal ganz kurz, auch ihr seid einfach wunderbar. Ich möchte das nur mal gesagt haben. Also ich kenne die beiden jetzt schon über meinen Kanal relativ lange, weil nämlich schon ziemlich am Anfang kriegte ich schon immer Fragen von Jasmin. Und es hat mich, diese Fragen haben mich immer unheimlich gefreut, weil die beiden einfach wirklich pfiffig sind. Nette Fragen stellen, ganz freundliche Leute und ich freue mich total, dass ihr hier seid. Also auch herzlichen Dank zurück. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen, genauso wie über ein Abo. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei uns mit reinguckt und wie gesagt, bei Steffi kocht ein, auf jeden Fall auch Abo dalassen, logischerweise auch dort. Oh ja, unbedingt. Ja. Ich liebe diesen Satz, der ist einfach toll. Ja, ich weiß. Also dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben, genauso wie über ein Abo. Und nochmal, wenn jetzt habe ich die Zunge rausgestellt. Okay, und wir freuen uns auf Outtakes. Das wäre unsere ersten Outtakes. Oh, nee, das ist noch nie gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Nee, ich schneide das immer weg. Okay.